Guten Abend, liebe Gäste. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Pressekonferenz des Spiels der Heilbronner Falken gegen den SC Rissersee. Endergebnis 2:7 vor 1093 Zuschauern. Ich begrüße ganz herzlich beide Trainer, zu meiner Rechten den Gästetrainer des SC Rissersee, Toni Söderholm, und zu meiner Linken den Trainer der Heilbronner Falken, Gerhard Unterlugauer. Toni, ganz herzlichen Glückwunsch zum Sieg heute Abend. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja, danke schön. Guten Abend alle. Erstmals will ich der deutschen Nationalmannschaft ganz herzlich gratulieren zu meiner unglaublichen Leistung in der Olympia. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, die Spiele anzuschauen. Und ich hoffe, dass es war ein riesiges Kickoff jetzt für ein Eishockey-Boom. Der Arbeit, was die Jungs da gemacht haben, da kann wirklich jeder Deutsche sehr, sehr stolz sein. Zum heutigen Spiel. Wir waren in der ersten Drittel extrem effektiv. Wir waren weit weg vom Perfekt, aber wir waren effektiv. Und eigentlich der Ausgangslage für uns heute war, dass wir wollten die Systemdinge noch mehr reinpushen und alles so sauber wie möglich zu machen. Das hat teilweise funktioniert, teilweise hat es nicht funktioniert. Wir haben viele Torchancen abgegeben, das muss man ehrlich sagen. Der Kevin hat extrem, extrem stark gehalten im Tor. Und deswegen mit einer guten Torwartleistung kann man auch etwas vorwärts bauen. Und das hat für heute für 3 Punkte gereicht. Und ich gratuliere meinen Spielern und bedanke auch ganz herzlich die mitgereisten Fans. Danke. Ganz herzliches Dankeschön. Gerhard, was sagst du zum Spiel heute Abend? Ja, schönen guten Abend. Ja, erst einmal möchte ich mich mal anschließen. Muss man wirklich als Österreicher sagen, war überragend, was die deutsche Nationalmannschaft da gezeigt hat. Und großen Respekt. Und das Spiel heute, ja, was sagt man da als Trainer? Irgendwo in Deutschland wird es ein gutes Spiel geben haben, aber ich glaube, das war nicht in der Halle hier. Es war ein East-West-Spiel, beide Mannschaften haben brutale offensive Chancen gehabt durch Fehler. Bei uns hat es halt gleich immer eingeschlagen und wir haben unsere Chancen nicht nützen können, aber overall kann man nicht happy sein. Es war, die komplette Struktur ist verloren gegangen. Warum? Keine Ahnung. Wir haben Fehler gemacht, was wir eigentlich schon lange nicht mehr gemacht haben. Wir haben komplett das System weggeschmissen, den Gameplan, und ja, dann kommt sowas raus. Das heißt, Gerhard, wir sind ja tatsächlich im Endspurt jetzt der Hauptrunde. Wir haben immer noch einen Vorsprung in der Tabelle. Was wirst du jetzt die Woche arbeiten mit den Jungs und wie gilt's die oder wie schaffst du es wieder, die dahin zu bringen, wo wir tatsächlich auch schon waren, um erfolgreicher zu spielen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das erste, wir werden in die Kirche gehen, eine Kerze anzünden und dann schauen wir weiter. Montag wird die Woche hart trainiert. Es gibt sehr viele Sachen, an denen wir arbeiten müssen, aber wie gesagt, es war schon da. Zurzeit ist es ein bisschen schwierig mit unserem kompletten Line-Up, weil es ist ein bisschen ein wirres Herumwechseln, weil einfach immer Leute ausfallen, immer neue reinkommen. Einige trainieren einmal die Woche, die anderen trainieren nachher dreimal die Woche. Und es ist schwierig, einen Rhythmus und eine Struktur reinzubekommen zurzeit. Jetzt hoffe ich, dass was passiert in den nächsten paar Tagen. Und ja, wie gesagt, das Spiel muss man abhocken, es ist vorbei, da braucht man sich gar nicht viel Kopfzerbrechen machen. Wir werden uns das Spiel natürlich anschauen, aber im Großen und Ganzen ist es einmal wichtig für die Spieler, glaube ich, dass sie das einfach nur abhocken und nach vorne schauen. Ich hätte die Frage auch einfacher stellen können. Ich habe gesagt, lag es daran, dass die Garmischer Spieler das Spiel heute Morgen um 5 angeschaut haben und die haben die ganzen guten Dinge mitgenommen und euer Team hat es auch angeschaut und hat die Müdigkeit mitgenommen vielleicht fürs frühe Spielbeginn heute Morgen. Spaß beiseite. Gerhard, natürlich ganz wichtig, dass unsere Verletzten hoffentlich zurückkommen. Fragen an beide Trainer hier. Marc war mit, der Marc war zuerst, dann Thomas. Die Frage nach der Verletzung von Lubadi Belka, gibt es da schon nähere Informationen? Nein, leider. Also ich bin wahrscheinlich mehr Autoverkäufer als Arzt. Leider kann ich nicht so viel sagen. Da kenne ich mich wirklich schlecht raus.
Ich hoffe, dass es nicht so schlimm war. Der war in einer guten Laune, aber das ist er öftermals. Und deswegen ist es auch schwierig zu sagen. Der hat irgendwelche Umdrehungen bekommen. Ich glaube, dass, oder ich hoffe, ja, ich gehe mit dem Lugi zum Kirche, mit den Kerzen. Toni, vielen Dank. Thomas, Frage? Wäre meine Frage auch gewesen. Okay, Stefan, Frage? Die Frage an dich, Gerhard, ist das Beste tatsächlich nach dem Spiel, dass man vor dem kommenden Wochenende noch alles in der eigenen Hand hat? Ja, auf alle Fälle. Man braucht jetzt ja nicht hoffen und bangen. Wir müssen uns selber an der Nase nehmen und entscheiden, wo wir hinwollen. Und wir haben noch zwei Spiele und es ist alles möglich. Jetzt ist nur einfach eines wichtig, dass wir den Mindset bekommen, was wollen wir? Sind wir gewillt, alles zu geben, um das Ziel zu erreichen, oder sind wir eher, hoffen wir auf die anderen, aber das ist überhaupt nicht so meine Mentalität und das, an dem werden wir nächste Woche schon arbeiten. Gerhard, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Marc? Du sagtest, du hoffst mal und schaust, was im Laufe der Woche passiert, schließt es eventuell doch noch Neuverpflichtungen mit ein? Die Frage nach Hoffen und Schauen für die kommende Woche, Gerhard, schließt es eventuell Neuverpflichtungen mit ein? Hoffen, schauen heißt vieles. Es kann vieles passieren. Es können auch Spieler auf einmal morgen beim Training da stehen und sagen, ja, ich bin wieder da und ich bin fit. Dann werden viele Sachen einfacher. Wie gesagt, wir schauen natürlich, wenn es eine Möglichkeit gibt, wird was passieren. Wenn es keine Möglichkeit gibt, kann man nicht zaubern, weil der Markt ist, wie er ist. Und wir geben uns ein Bestes. Marc, du wolltest noch was nachfragen? Okay, ja, die Frage nach, trotzdem, damit es unsere Gäste oben auch hören. Die Frage nach Christoph Eckel, stand nicht auf dem Spielbericht. Was ist der Grund? Erkrankt. Gut, herzlichen Dank. Gibt es noch Fragen? Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei beiden Trainern, Toni Söderholm und Gerhard Unterlugauer, für die Teilnahme an der Pressekonferenz. Ich wünsche unseren Gästen vom SC Rissersee eine gute und sichere Heimreise. Ihnen allen einen schönen Abend, unserer Mannschaft eine gute Trainingswoche und wir sehen uns dann bereits am kommenden Freitag schon wieder. Es ist dann der 2. März, 19.30 Uhr bereits der Spielbeginn zum Spiel der Heilbronner Falken gegen die Löwen Frankfurt. Bis dahin eine schöne Woche, tschüss und auf Wiedersehen.